Herzlich willkommen heute zu unserer 53. Friedensmahnwache in Braunschweig. Wir stehen also heute genau ein Jahr jeden Montag hier auf dem Schlossplatz. Aber warum? Vor zwei Tagen, am 2. Mai 2015, jährte sich das Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa, bei dem über 100 russischsprachige ukrainische Menschen durch einen Nazi-Mob verbrannten, verstümmelten oder erschossen wurden. 250 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Dazu schrieb Professor Czuszkowski: Die Neonazi-Mobs in Odessa wurden mit Unterstützung des Kiewer Regimes einbezogen in eine terroristische Operation, die darauf abzielte, unschuldige Zivilisten zu ermorden. Da ging nichts spontan oder zufällig vonstatten bei dieser teuflischen und kriminellen Unternehmung, die bei dem Massenmord von föderalen Aktivisten innerhalb des Gewerkschaftshauses stattfanden. Das Gebäude wurde in Brand gesetzt als Teil einer sorgfältig geplanten paramilitärischen Operation. Tatsachenmaterial belegen, dass die US-NATO direkt an der Niederschlagung der sogenannten pro-russischen Aktivisten beteiligt war, die sowohl den rechten Sektor als auch die Nationalgarde der Kiewer Regierung beraten haben. Vor einem Jahr, genau zu dieser Zeit, saßen wir mit 10 Erwachsenen und einem Kind drüben beim Alex. Ich weiß gar nicht, ob das schon vor den Geschehnissen in Odessa war oder kurz danach. Aber auf jeden Fall saßen wir dort drüben. Und ich erinnere mich wirklich an diesen Tag, genau als wenn er gestern gewesen wäre. Er hat sich tatsächlich bei mir so eingebrannt in mein Bewusstsein. Die meisten von uns kannten sich überhaupt gar nicht, wirklich, real, im Leben. Wir kannten uns nur so über Facebook. Und einige von uns hatten die Aktivitäten kurz vorher in Berlin gesehen, die also eine Friedensmahnwache auf die Beine gestellt haben. Und wir waren uns also einig, dass wir das also hier auch für Braunschweig ins Leben rufen wollen. Zu dieser Zeit hatte ich gerade so eine herbe Enttäuschung mit einer Parteiengründung hinter mir und hatte eigentlich gar keine richtige Lust mehr auf großartige Aktivitäten in, sagen wir mal, Anführungsstrichen, politischen Bereich. Ich hatte gesagt, okay, ich supporte das Ganze und vielleicht ab und zu stelle ich mich mal hier vorne hin und halte mal eine Rede. Na gut, viele von euch wissen, was daraus geworden ist. Wir stehen jetzt jeden Montag hier, wie gesagt, 53 Mal in Folge, hier auf dem Schlossplatz. Jeden Montag, egal ob Sonne, wie heute, wunderschön zum Jahrestag. Besser konnte es nicht werden, wir haben es uns auch in einem Jahr, denke ich mal, verdient. Bei Wind, bei Regen, bei Schnee, bei Eis, bei Sturm. Wir haben jeden Montag hier gestanden. Natürlich, die Teilnehmerzahlen waren unterschiedlich. An schönen Sommertagen waren wir teilweise 150, 170 Teilnehmer auf der Mahnwache. Bei Kälte, Eis und Schnee waren es manchmal auch nur 25 oder 30 Menschen. Aber die Mahnwache hat hier jeden Montag gestanden, jeden Montag, 53 Mal. Und wir hatten im Gegensatz zu den Mainstream-Medien, wo ja am Anfang die Mahnwachen ja doch sehr in den Dreck gezogen wurden. Wir werden rechts, aber mittlerweile weiß man, die tagen hier irgendwie, ich glaube, hinter dem Schloss irgendwie, das sind wir gar nicht. Hatten wir doch recht gute Presse hier in Braunschweig. In der Braunschweiger Zeitung, in der Neuen Braunschweiger, in einigen Braunschweiger Online-Portalen. Die haben uns auch sehr positiv erwähnt. Im Gegensatz zu manchen Mainstream-Medien. Es hat viel Austausch gegeben untereinander. Viele nette, viele gute Aktionen haben sich daraus ergeben in einem Jahr. Es haben sich viele Menschen zusammengefunden, vernetzt. Und es sind auch viele Freundschaften inzwischen aus den aktiven Menschen hier der Mahnwache entstanden.
Es wurden Arbeitsgemeinschaften, AGs gegründet. Einige wurden mit Leben erfüllt. Andere wurden nicht aktiv. Aber es liegt eben halt immer an den Menschen selbst. Was tue ich? Was bringe ich ein? Wozu habe ich Lust? Aus der Musik AG ist das entstanden, was ihr eben schon mal eingangs so ein bisschen gehört habt. Eine eigene Band. Aus der Finanz AG ist ein eigenes Zahlungssystem entstanden, ein Zeittausch, eine Zeittauschbörse, zu finden auf zukunftsgesellschaft.org. Kann jeder mitmachen, weg, zumindest mit den Sachen, die wir untereinander tun, weg aus dem Finanzsystem. So hat es also viele Aktivitäten gegeben. Und ich sehe die Mahnwache hier als ein Initialfunke, aus dem nun Aktivisten hervorgegangen sind und ich hoffe auch weiter hervorgehen, die nicht mehr nur die Probleme hier vorne ankreiden, das haben wir genug getan, das haben wir jeden Montag getan, das werden wir sicher auch heute wieder hören, sondern auch Lösungen mit in den Vordergrund stellen. Wie kann ich was anders machen? Und hier möchte ich nochmal insbesondere die aus Initiative von einigen aktiven Menschen hier von der Mahnwache hervorgegangenen Zukunftsgesellschaft nochmal benennen. Schaut es euch an, was dort passiert, zukunftsgesellschaft.org. Da kann auch jeder mitmachen, kann sich einbringen. Und hier sollte sich also auch jeder auf seine Art und Weise einbringen und positive Projekte mit nach vorne bringen, die unsere Gesellschaft so dringend brauchen. Dankeschön.